Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Ancestors. Puh, der Säbelzahntiger war ja schon in der Gegend, jetzt gerade in der Früh. Man hat ihn zumindest gehört, aber nachdem wir jetzt auch von uns aus bedrohen können, aber einfach prophylaktisch mal ein bisschen rumgeschrien und offensichtlich konnten wir ihn verjagen. Schaut mal, wie lange uns der noch belästigen wird. Bis es irgendeiner schafft, ihn zu killen. Okay, hier haben wir gleich zwei Gebiete relativ nah. Das muss eigentlich ganz nah sein. Passt halt schön auf, ja. Deckt euch gegenseitig den Rücken, bitte. Okay, das Ding ist wohl doch nicht so nah, wie ich dachte. Das ist da oben näher. Und dann nur unter Anführungszeichen da hoch. Schlange. So, mal irgendwie schauen, dass wir da hochkommen. Ah. Okay, hier kann ich klettern leider. Okay, über die Bäume können wir eventuell dort hoch. So, ein Vogel. So, das hat man mal bis hierher geschafft. Na, das ist eine Kletterpartie. Das erinnert sich an Far Cry Primal oder sowas, ne? Oh, hallo, schön, dass du schon da oben bist. Ich will auch teleportieren können. Kennt sich der schon aus mit Quantenverschränkung? Kann dieser Pfeil nicht irgendwie mehr rausstechen? Da oben. Ja, jetzt sehe ich das auch wieder. Klettern ist hier the way to go. Zumindest kann sie oben der Säbelzahntiger nicht erwischen. Haha, du Penner! Hoffentlich stirbst du an einer Infektion. Einmal haben wir ihn schließlich erwischt, ne? So. Wow. Mittagspäuschen, Leute. Da braucht wohl nichts zum Essen. Wie aus.
fertig gegessen, ja? Das ist der Rest von euch. Alter. Worauf haben wir sich denn da wieder einlassen? Da oben, da wischt uns sicher wieder so ein blöder Vogel. Schlange. Kann man so noch einen Schaß eintreten. Das hat echt viel Ausdauer. Oh Mann. Ja, und dann können sie ruhig da unten warten, ja. Nicht so ein Vogel auftaucht. Alter, das geht nach oben auf. Wir müssen noch, höher. Erklimme, mein Sohn, das Gebirge des Wissens. Und des Todes wahrscheinlich. Das ist auch interessant, so ein Gauklernest haben wir eigentlich dabei auch nur einmal gesehen, glaube ich, ganz am Anfang, ne? Da spawnen sie uns auch gar nicht mehr hinterher. Interessant. Lassen sie wirklich alleine. Wenn wir es halt auch wenn wir hier runterfallen, dann sind wir vermutlich erledigt. Vielleicht hätten wir das mit einem Alten machen sollen. Gott weiß auch keiner, dass du so einen riesen Berg erklimmen musst. Gleich mal entdecken, weil nochmal greife ich da nicht drauf, wenn sich so ein depperter Vogel runterhaut. Der Hochlandgipfel. Wo wir extrem weit oben sind. Hier weg hier, dass ein Vogel daherkommt. Okay, runter kommt man schnell wieder. Das wäre ein wenig zu hoch. Shit. Geschafft. Schau nur. Wir haben sogar Neuroenergie bekommen für das Anschauen. Wo wir sie eigentlich eh schon kennen sollten. Ne? Oh, 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 oh. Waffen-Upgrades, Leute.
Okay. Wir sind schon gut bewaffnet. Und wieder auf fehlgeschlagener Angriff. Das gibt's nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht! Verdammte Scheiße, wie oft soll ich den jetzt eigentlich noch machen? Toll, kommt auch noch eine Schlange daher. Ja, es ist natürlich schon wieder der, den wir ja schon mal angegriffen haben. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch ausweichen können eigentlich. Ich finde auch keine Waffen mehr. Und er nimmt natürlich auch immer nur uns. Er greift keinen anderen an, er greift nur uns an. Bleib stehen, du Idiot! Ich kann auch nicht den Affen wechseln, weil alle davonlaufen. Jetzt endlich. LOL! Der ist einfach despawned! Das glaubt man doch niemand, oder? Der despawned einfach. Wo sind unsere Waffen? Ah, jetzt tauchen sie natürlich wieder auf. Vorher waren sie einfach verschwunden. Ich sage euch, das Spiel ist dermaßen verbuggt. Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Na. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das gar nicht angefangen. Ganz ehrlich, das ist absolut inakzeptabel, so ein Zustand. Spiel besteht nur aus Bugs. So. Scheiß auf den Edelstein, der ist uninteressant, der ist nichts wert. Da ist er ja schon wieder. Ich hab so die Schnauze voll von dir, du Arschloch. Ich hab so die Schnauze voll von dir. Komm her, du Arschloch! Komm her! Ich stech dich ab! Das heißt vergessen worden! Wo ist der? Ist er wieder despawned einfach, oder was? Oh ja, ich vernichte dich und deine ganze Rasse! Wieder mal hat es einer nicht geschafft, sich zu verteidigen. Ja, die Blätter sind sogar richtig nahrhaft, gut zu wissen. So, leider haben wir jetzt das Problem, dass einer verwundet wurde. Also decken wir erstmal hier das Gebiet, wenn wir schon da sind. Schauen wir mal den dringend heilen. Das Hochlandplateau. Wie ist er überhaupt darauf gekommen? Das ist der von unten, der Säbelzahntiger.
Schlange. Schlangen sind egal. Schlangen sind keine Bedrohung. Schnell beeilen, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der blöde Säbelzahntiger wieder aufkreuzt. Was zum Teufel ist da unten los? Nur noch diese blöde Schlange, oder was? Toll, lass das eine Waffe fallen. Hört auch keiner. Was ist schon wieder los hier? War das schon wieder die blöde Schlange oder was? Den scheiß Säbelzahntiger wird mir echt paranoid. Wer war das von euch? Schau, dass du die nicht wieder verlierst, bitte. Noch irgendwer unbewaffnet? Du! Mann, zwei Unbewaffnete! Wie gibt es das? Wie kann es das geben? Wo haben die ihre Waffen verloren schon wieder? Sieh mal einen an, wer... Ja, gut. Danke. Geht doch. Zählen wir mal mit, wie oft habe ich den angegriffen? Wie oft? Fünfmal, sechsmal oder so. Also wann gab's denn das letzte Mal? Wo ist diese Scheißschlange herkommen? Komm her. Das war dann Todesurteil. Der greift nicht mehr an. Der kann nicht mal mehr eine Schlange erledigen. Das gibt's nicht, oder? Na endlich. So schaut's aus. Nach ewigen Zeiten mal wieder geschafft, einen Gegner zu killen. Müssen wir schon fast den Kalender eintragen. So, du warst das von vorher. Mach mal du nicht derjenige warst, der ihn erledigt hat. Wird Zeit, den zu essen. Also Leute, Mahlzeit. Mach doch nicht den Knochen. Oben und rein zum Gift wird uns dann auch noch schlecht wahrscheinlich. Ne?
dachte schon, ich hätte ein Knurren gehört. Das war's doch schon. Scheinbar. Jetzt haben wir jetzt auch hier nichts in der Gegend, um irgendwie die Vergiftung von der Schlange zu heilen. Was tragen wir denn? Okay. Alles fein. Da ist der Basalt-Chopper. Das ist mit der Müdigkeit gar nicht, weil wir vergiftet sind. So Leute, alle bewaffnet von euch, ja? Wieder einer, der nicht bewaffnet ist, das gibt's ja nicht. Ich habe drei Waffen jetzt ausgegeben, plus eine vierte für uns selber. Aber wir wurden eigentlich nur zwei verwendet, oder? Na gut, Freunde, das war's aber auf jeden Fall wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao! Und jetzt muss die Vergiftung loswerden.